Hallo, heute habe ich ein neues Unboxing-Video für euch. Das Acer Chromebook 14 habe ich mir gekauft, nachdem mein altes, über 4 Jahre altes HP Chromebook so langsam Alterserscheinungen bekommt. Musste jetzt mal was Neues ran. Und da ich mit Chromebooks persönlich eine sehr gute Erfahrung habe, habe ich mich entschlossen, dieses Mal ein Acer Chromebook zu nehmen, wieder mit 14 Zoll. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam auspacken. Das Ding habe ich bei Amazon gekauft als Warehouse-Deal. Kostet normal nagelneu so ca. 350 Euro. Was haben wir hier alles dabei? Kaltgerätestecker. Netzteil für den Kaltgerätestecker. Und natürlich das Gerät. Dazu auch noch Bedienungsanleitung, Setup Guide. Das war's schon. Schön verpackt. Holen wir das jetzt mal raus. Das ist es. Schmal aus Aluminium. Mein Vorgängergerät von HP war noch komplett aus Plastik außen. Fühlt sich kalt an, gut, gerade aus der Packstation geholt. Gerade ist angekommen. Macht einen ganz edlen Eindruck. Wie gesagt, 14 Zoll Display, mattes IPS Display, hat gar nicht so viele Sachen mehr mit dran. 4 GB Arbeitsspeicher, Flash-Speicher 32 GB. An Anschlüssen ist hier nicht viel, braucht man aber auch nicht. Hier sieht man einen HDMI-Anschluss, 2 USB 3 Anschlüsse und ein Kennedy-Schloss. Auf der anderen Seite für Kopfhörer, Lautsprecher eine Buchse und der Anschluss fürs Ladegerät. Der Akku ist fest verbaut, auch der RAM ist fest verbaut, kann beides nicht ausgetauscht werden. Ist leider so. Mal aufmachen. Wie gesagt, sieht auch so ganz edel aus. Tastatur, Touchpad und macht einen guten Eindruck. Das Gerät ist lüfterlos, es ist absolut lautlos. Auch das ist ein Unterschied zu meinem alten Gerät, das ein Lüfter drin hatte, den man auch manchmal gehört hat, wenn auch nicht immer. Und im Vergleich zum alten Gerät auch 4 GB Arbeitsspeicher, nicht nur 2. Das macht sich schon bemerkbar. Das habe ich in letzter Zeit immer öfters beim Chrome-Browser gemerkt. Zum Chromebook-Konzept an sich noch selbst. Es ist ein Gerät, das ausschließlich den Chrome-Browser installiert hat. Man kann keine andere Software, klassische Software installieren. Man arbeitet nur im Chrome-Browser. Wer mit diesem ganzen Cloud-Bereich nicht klarkommt, für den ist das Gerät nicht. Ich mache 98% meiner Arbeit in der Cloud. Das kann ich ja dran machen. Die restlichen Sachen, für die das Gerät bei mir nicht geeignet ist, mache ich am Desktop-PC. Das ist aber nur noch ganz, ganz selten. Das meiste kann ich hiermit machen. Und das Gerät hat eine Akkulaufzeit von ca. 10 Stunden. Aufladedauer des Akkus liegt dann bei ca. 2 Stunden. Vollkommen okay. Das Schöne ist auch, wenn wirklich mal sich der Browser verabschiedet, Neustart innerhalb von Sekunden, auch Updates innerhalb von Sekunden, einfach nur mal kurz neu starten. In weniger als einer halben Minute könnt ihr weiterarbeiten. Wer das kennt von Windows, weiß, da kann das schon mal etwas länger dauern. Soweit dazu. Ich denke, ich werde mit diesem Gerät auch hoffentlich sehr viel Spaß haben. Und falls ihr Fragen dazu habt, im Blog auf www.torstenmauer.de wird dann demnächst auch der Blogbeitrag dazu zu finden sein. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne
unter den, in den Kommentaren kontaktieren, wenn ihr Fragen zum Chrome-Konzept habt. Und ich werde euch das dann möglichst auch erläutern. Das war's soweit.